Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Wir reden heute über Apple. Und ja, die Begrüßung war vollkommen korrekt gewesen. Ich weiß, viele denken ja immer, das iPhone, das kommt irgendwie aus den USA. Aber die USA haben eigentlich weniger mit dem iPhone zu tun als chinesische Fertiger. Also wenn man jetzt mal wirklich so bedenkt, an der Wertschöpfungskette, wer da welchen Teil hat, ist eigentlich eher ein China-Phone, Freunde. Aber es steht ja auf jedem Karton drauf, ne? Designed by Apple in California. Jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass das Design im Großen und Ganzen jedes Jahr übernommen wird. Also kann man sagen, ne, dass der Anteil eigentlich dann auch eher sich von selbst relativiert. Willkommen, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Wie viel kostet wohl die Produktion von einem iPhone 14 Pro und Pro Max? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Das Geheimnis ist besser gehütet als das geheime Rezept, ne, vom Krabbenburger. Ja, und da reden wir immerhin von Mr. Krabs. Und der ist ziemlich hart unterwegs, der Kerl. Aber eben nicht so hart wie Apple. Das sagen die nicht so gerne, weil da kann man sich nämlich ja die Marge von Apple rückrechnen. Klar kommen noch so Ausgaben wie Marketing dazu. Ich weiß nicht, ob es unter euch wirklich irgendjemanden gäbe, der sich ein Produkt kauft und sagt, den Kostenanteil fürs Marketing hab's gerne bezahlt. Wenn also die Innenstadt mit Werbung zugepflastert wird für irgendwelche Produkte, sehe ich gerne. Gebe ich gerne Geld für die aus, ne? Oder für TV-Spots oder der vorgeschalteten Werbung vor jedem YouTube-Video. Das bezahlen wir auf die eine oder andere Art und Weise, bezahlen wir das. Wir bezahlen an der einen Stelle dafür, um an der anderen Stelle belästigt zu werden. Ich gehe mal davon aus, dass da kaum Leute wirklich unterwegs sind, die sagen, oh ja, die Marketingkosten, das ist ein Kostenpunkt, den respektiere ich. Der kann auch gerne höher sein. Zahle ich gerne. Diese Informationen kommen jetzt nicht direkt von Apple. Das heißt, sie sind nicht von Apple bestätigt worden, was jetzt so ein iPhone 14 Pro oder ein Pro Max kostet. Die Details sind von Nikkei Asia. Die Informationen selber kommen aus Zulieferkreisen. Wie wir wissen, produziert Apple die Produkte, alle Produkte, nicht selber, sondern lässt sie produzieren. Und wie wir wissen, produziert jetzt Apple auch die Komponenten dafür nicht. Da gibt es halt so fette Kataloge und dann werden die ganzen Komponenten, die werden eingekauft. Das ist wie Lego. Natürlich, es gibt Komponenten, die Apple auch selbst zumindest entwickelt, aber vieles wird dort einfach zugekauft. Das ist im Übrigen WinFuture.de. 100%ige Sicherheit, dass sich die Daten als echt erweisen. Hat man aber nicht. Was Nikkei Asia aber herausgefunden hat, ist dennoch recht interessant. Dennoch kostet der A16 Bionic Chip der iPhone 14 Pro Serie rund $110. Und damit 2,4 mal so viel wie der A15. Der in der iPhone 13 Serie und im neuen iPhone 14 zu finden. Muss ich sagen, macht an der Stelle Sinn. Ich dachte immer, ja, es geht ja nur darum, einen qualitativen Unterschied zwischen den iPhone 14 und den iPhone 14 Pro herzustellen. Das wird sicherlich auch ein Grund sein. Aber der andere Grund ist eben, ja, der Chip ist tatsächlich deutlich teurer als der Vorgängerchip. Also macht es auch hier durchaus noch Sinn, eben auch beide noch produzieren zu lassen. Es liegt im Übrigen auch daran, dass eben der A15 noch in der älteren Fertigungstechnik hergestellt wird als der A16. Aber eben trotzdem immer dieser kleine Hinweis, ah, bestätigt ist das durch Apple natürlich nicht. Denn Apple wird die Informationen, was so ein iPhone kostet, in der Produktion so gut waren. Im Gegensatz dazu ist es geradezu spielerisch einfach, die Enigma zu dekodieren. Auch ganz interessant, ja, wie ist man jetzt dazu gekommen, ne, die einzelnen Komponenten noch anzufragen? Und da haben die sich das recht einfach gemacht über Reverse Engineering. Nikkei Asia hat für die Analyse drei Modelle der iPhone 14 Serie zerlegt und dabei Komponenten wie den Prozessor und die Kamera untersucht. Die Produktionskosten der neuen Serie wurden 20% höher als bei der vorherigen iPhone-Generation eingestuft. 20%. Wir hatten ja jetzt auch eine Preissteigerung gehabt. Also selbst ich, der durchaus mal die ein oder andere Kritik an Apple äußert. Die Preise steigen gerade überall. Eben gerade für Elektronik, ne, für die Produktion von Halbleitern. Kennt ja nur eine Richtung gerade. Schlägt sich auch im Low-Budget-Bereich extrem stark nieder. Ne? Was wir heute für 100 Euro bekommen, ist längst nicht mehr die Technik, die wir noch vor einem Jahr für 100 Euro bekommen haben. Also seitdem ich YouTube mache, haben wir sowas noch gar nicht erlebt. Also wir haben wirklich ziemlich harte Zeiten im Moment, dass wir also uns auf der einen Seite schon technologisch noch weiterentwickeln, aber die Technik im gleichen Preisbereich dennoch wieder schlechter wird. Natürlich ist das eben nicht rein auf die Raffgier der Unternehmen zurückzuführen, sondern ja, Komponenten werden teurer, Ressourcen werden teurer, die Löhne steigen, die Inflation steigt ja letztendlich auch, zumindest hier im Euroraum, und das, ja, schlägt sich dann auch auf die Einkaufspreise und immer so weiter, schlägt das alles nieder, und da muss natürlich auch Apple irgendwo reagieren. Sicherlich geht es bei Apple dann, ne, auch wieder hier dann der Teil mit der Kritik, geht es dann bei Apple auch darum, die Gewinne zu sichern, die bei Apple natürlich exorbitant sind. Apple hat ganz andere Margen als zum Beispiel Xiaomi. Die Berechnungen zeigen, dass die Produktion des iPhone 14 Pro Max Apple $501 bei Bauteilen kostet, über $60 mehr als beim iPhone 13 Pro Max. Und da muss man schon mal sagen, hier $501, ne, und da haben wir einen maximalen Verkaufspreis von 2100. Hier steht was von Bauteilen, es geht tatsächlich aus dem Bericht nicht hervor, inwiefern die Gesamtproduktion dann halt auch mit eingepreist wurde. Bauteile sind das A und O, und das muss man so sagen, wie es ist bei der Produktion, also wirklich beim Gerätepreis. Ne. Sowas wie Entwicklung wird natürlich nicht eingepreist, wir reden ja wirklich von den Produktionskosten, nicht von den Entwicklungskosten. Es geht um die Bauteile, aber auch um das Zusammensetzen, wobei man aber realistisch sein muss. Erstmal lässt Apple extrem günstig in China und in Indien produzieren, die dann jetzt auch nicht gerade von Premium-Fertigern, sondern
sondern von Foxconn, die ja nun wirklich für extrem schlechte Arbeitsbedingungen bekannt sind und für extrem geringe Löhne. Über Indien wollen wir erst gar nicht sprechen. Da hatten wir ja auch mal einen Arbeiteraufstand gehabt in der Fabrik, als sie da gar nicht bezahlt wurden. Und selbst die Löhne von Ingenieuren, Freunde, da bekommt ihr in den näheren Osteuropa noch mehr Kohle als ein Ingenieur in Indien. Wie sich das alles entwickelt hat, ist ja auch schon ein Jahr her. Das heißt, man dahingestellt, aber wir wissen, es gibt schon Gründe, warum Apple in Indien und in China produzieren lässt. Und bestimmt nicht, weil die Leute dort so gut verdienen oder so gut behandelt werden oder die Umwelt geschützt wird. Deshalb müssen wir an der Stelle mal davon ausgehen, dass die Produktionskosten, dass sie extrem gering sind. Also ich denke, wirklich mit Abstand größter Anteil sind auf jeden Fall die Kosten der Komponenten. Na, dann haben wir $501. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich noch viel dazu käme oder es ist schon eingepreist. Das Unternehmen bezeichnet dies als hohe Produktionskosten und sagt, dass sich die Teilepreise für Max-Modelle seit dem Debüt des iPhone XS Max im Jahr 2018 zwischen $400 und $450 bewegt haben. Das geht aber, da sind wir bei $50 mehr innerhalb von so einem krassen Zeitraum. Ja, es ist wie gesagt, der A16 hat die krasseste Preissteigerung jetzt im 4 Nanometer und ja, ist halt von TSMC, wie ich das vorhin schon angesprochen hatte. Der A15 war halt noch in 5 Nanometer. Und für alle, die das halt so extrem feiern, freuen, ihr braucht wieder das eine oder das andere, das ist eh Blödsinn. Die neuen Kamerakomponenten im iPhone 14, darunter der CMOS-Bildsensor von Sony, sind 30% größer als in den Vorgängermodellen und kosten jetzt $15, etwa 50% mehr. Das heißt, der Bildsensor vom letzten Jahr, der hat $7,50 gekostet. Ey, das bezahle ich im Moment für einen Döner. Passt auf, Kommentare, ja. Hausratte am 8.10. Mir kommen die Tränen, wo kann ich spenden? Wurden die Rabatte berücksichtigt? Fragt schon Sonnenschein 11. Ich verlinke euch das, könnt ihr die Kommentare, sind manchmal super interessant. Vermutlich kann man nochmal 65% Mengenrabatt abziehen, da wohl Apple sehr aggressiv verhandelt, unter Umständen sogar 80%. Ja, da hat Apple ja vor kurzem seinen Chefeinkäufer rausgeschmissen. Das ist ja alles nicht so Friede vor der Eierkuchen, wenn man so ein Telefon produzieren will. Man muss halt erstmal die ganzen Zulieferer finden für die einzelnen Komponenten. Es würde halt auf der anderen Seite natürlich, dass wenn man den Einkaufspreis einzelner Komponenten drücken kann, dass man da extreme Gewinne rausholen kann. Und Apple hat da seinen Chefeinkäufer vor kurzem rausgekantet, weil der in einem Interview, naja, also ganz ehrlich, sag mal, er ist einfacherer Natur. Da kann man auch ein bisschen was nachlesen, da ist es auch ein bisschen hochgekocht, eben genau aus der Situation heraus, dass Apple wohl ziemlich aggressiv mit Zulieferern verhandelt, um da eben sehr niedrige Preise, also Komponentenpreise eben rauszuholen für die iPhones, um die Geräte halt noch billiger zu machen in der Produktion. Was ja natürlich auch ein bisschen den Ruf von Apple eben hier entgegenwirkt, dass Apple ja nur auf Qualität, auf Hochwertigkeit, ne, ihr wisst schon, dieser Schimmer auch des Luxus und sowas, ne, so eben so krassen Wert legt. Wenn man dann aber eigentlich ein Telefon bekommt, was halt in Indien oder in China gefertigt wurde unter extrem schlechten Arbeitsbedingungen und unter Ausschluss von Umweltschutz, ist ja klar, interessiert ja sowieso niemanden, und dass die Komponenten, die halt davor verwendet wurden, dass die Zulieferer da auch noch so im Preis gedrückt wurden. Der hat ein Telefon und das wurde halt unter allen Umständen so günstig, so, also so billig wie möglich halt hergestellt. Der Produktionspreis, diese $501, ne, für das Pro Max und das iPhone 14 Pro Max, und ich gehe mal davon aus, das ist dann halt mit dem kleinsten Speicherausbau. Wir haben ja nun eine extreme Preisdifferenz, 2.100 € können wir ja bezahlen. Die Kamera bleibt gleich, das Mainboard, das Display, das Gehäuse, Ladegeschwindigkeit, Größe des Akkus und immer so weiter. Sicherheitstechnik, das ist alles exakt gleich. Trotzdem haben wir eine exorbitante Preissteigerung für den Festspeicher, nur für einen Chip. Und das Pro Max bezahlt man mit 1.449 € ja schon sehr, sehr teuer. Und das ist ja praktisch Einstiegspreis. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich die Geräte ja nicht empfehle. Ne? 1.500 €, wenn man halt die Displaygröße haben will. Man will halt tatsächlich 3 Kameras und nicht nur 2. Also ich sag mal, der Standardanspruch halt für jeden, der ein High-End oder ein Premium-Smartphone halt haben will, dass man eben auch eine Tele dabei hat und nicht eine Hauptkamera und einen Weitwinkel. Das gönnt sich ja sonst halt keiner. Deshalb empfehle ich die Geräte ja auch nicht. Ne? Viele denken mal, das wäre irgendwie Apple-Hass oder Neid. Wer ist neidisch auf ein totes Objekt? Habe ich so noch nicht erlebt, wird mir auch gerne unterstellt. Und dann haben wir ja 128 GB. Wenn wir dann aber auf 1 Terabyte hoch wollen, ändert sich nichts an dem Telefon, außer der Festspeicher. Dabei ist der Aufwand in der Produktion der gleiche. Die Gesamtkosten ändern sich halt nur wegen einer einzigen Komponente. Das ist alles. Auch nur wegen dem Einkauf dieser Komponente. Da kommen wir von 1.449 auf 2.100. Das sind 650 €. 600 sind ein Drittel des Telefons. Also entweder sind wirklich dann Chips extrem teuer oder aber, ja, Apple verdient hier einfach dann noch mehr. Also die Marge erhöht sich, wenn man halt das Telefon mit 1 Terabyte nimmt. Weil wie gesagt, alles am Telefon ändert sich ja nicht. Die Produktionskosten ändern sich in der Gesamtheit nicht. Es ist eben dann wirklich nur der Chip. Wenn Apple 650 € extra haben, wenn man bedenkt, dass das gesamte Gerät 1.449 € kostet und damit schon deutlich teurer ist als Konkurrenzgeräte, die mit der gleichen bzw. besserer Technik daherkommen. Ich meine, das ist jetzt natürlich nur mal Vermutung, aber diese Praxis legt halt nahe, dass Apple diejenigen, die halt zu viel Geld haben, gibt es auch genügend Leute, die oberen 1%, die oberen 10%, ist das völlig egal, ob die 1.500 oder 2.100 € für ein Telefon ausgeben. Dass Apple die halt ein bisschen extra zur Kasse bittet, weil die wissen, die wollen halt das Topmodell haben, egal wie, oder zahlen die halt auch den Preis. Das ist natürlich nur meine Vermutung. Ihr könnt auch gerne diskutieren unten in den Kommentaren. Jetzt wisst ihr ja hoffentlich so ein bisschen, was ein iPhone kostet. Nämlich $501
und ist damit $60 teurer als letztes Jahr. Das iPhone XS hat zwischen $400 und $450 gekostet. Da kommen Marketingkosten dazu, Logistikkosten, Verpackungskosten, Entwicklungskosten, ne? Cupertino muss bezahlt werden. Da kommt auf der anderen Seite das gigantische Vermögen von Tim Cook dazu. Dann kommt der massive Börsenwert dazu. Da kommen Boni, extrem hohe Gehälter, ne? Für die Mitarbeiter zumindest in den USA halt dazu. Die da in Cupertino arbeiten, die werden natürlich bedeutend besser bezahlt als die Leute, die da in China in Foxconn arbeiten. Das ist ja klar. Ne? Da kommen noch Renditen dazu, die ausgezahlt werden jedes Jahr. Und das sind ja auch ständig Rekordgewinne, die Apple da fährt. Ne? Das ist natürlich dann auch viel dann gegenfinanziert eben mit den iPhones, die immer noch das Zugpferd von Apple darstellen. Kann man da immer noch vermuten, dass ihr, wenn ihr euch ein iPhone mal gegönnt habt, auf jeden Fall sehr, sehr viel an Marge bezahlt habt. Ich hoffe, es war aufschlussreich. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da lassen. Haltet ihr euch das für gerechtfertigt? Sagt ihr, bei den Produktionskosten zahlt ihr auch gerne 2K für ein Telefon? Oder sagt ihr, nee, da verdient aber da jemand ordentlich mit, wenn ich mir das so ein Telefon hole? Bis zum nächsten Video. Ciao. Ach ja, ein Quell in der Videobeschreibung.